Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Medieval Dynasty. Im Gegensatz zur letzten Folge, heute mal mit schönem Wetter. Ich vermute bald, es wird Nacht. 17.16 Uhr. Die Hasenfalle sieht man sogar. Cool. Wir müssen eigentlich die Nacht überspringen und die Quest weiterzufahren. Und da wir die Kiste nicht mehr füllen können, würde ich mal sagen, wir schauen kurz zur Hasenfalle, ob da schon was drin ist. Und dann versuchen wir die Nacht zu überspringen. Oh, ein Häschen. Oh. Zweimal Pets und einmal Fleisch. Cool. Wie so ein kleines Hexenhäuschen steht es da. So. Ja, so ging das. Verwenden. Und hier gebratenes Fleisch. F. Coole Animation. So, jetzt habe ich zweimal gebratenes Fleisch. Bringt aber nur 6 Nahrung. Wir essen es trotzdem mal eins. Ich meine, Deluxe ist ja wirklich das Haferbrötchen mit 55 Nahrung. Das Bier vergiftet einem sogar. Ah ne, nimmt Vergiftung weg, aber macht Alkohol hinzu. Ist gut zu wissen. Ich nehme an, dass das hier vielleicht, ich weiß es nicht, die Verfallszeit ist. Ich kann es jetzt leider auch nicht genau sagen. Ja, das ist auch der Zustand von den Dingen. Dann könnte das nämlich auch. Okay. Das Kraut hat einen Zustand. Das Verfallen, also der Verfall sein. So, Zeit 17.58 Uhr. Die Zeit geht nicht so schnell. Fertigkeiten habe ich keine. Mein Holzhammer ist bald hinüber. Das heißt, mal schauen, ob man eine Kiste oder so herstellen kann. Handarbeit. Kann von Setzungen verwendet werden. Okay. Interessant. Hier hat es nur die Gebäude. Lager. Nicht genug Technologie. Wie kriege ich denn Technologie? Ich vermute durch Herstellen. Und da wir nichts wirklich herstellen können, ist das ein bisschen einseitig. Also ich konnte doch Verschiedenes. Da konnte ich was herstellen. Fallenlimit überschritten. Ich kann also nur eine Falle machen. Also ich denke jetzt mal noch anfangen. Danach wird es schon mehr sein. Mal schauen, ob man noch. War das meine Tür? Wie wär's mit WD-40? Ach, hier konnte man
in die Verwaltung rein. Okay. Ach, ich kann dann auch Steuern erheben. Ist nicht wahr. Ich bin 18 übrigens. Ne? Für die, die sich denken, so Alter. Das ist eben nicht Alter, als Junge. So. Wie viele Stöcke braucht ich? Schon wieder vergessen, wo sie war, ne? Scheiße. Ah, hier. Oh. 16. 3 brauche ich noch. 1, 2, 3. So. Kuh. Hier, hier. Eigentlich, wenn ich das Lagerfeuer hier hinsetze, hier so. Oder hier. Jetzt hier hinten. Ja, komm, ich setze es mal hier hin. So. Dann könnte ich dann hier noch eine Bank hinstellen. Und dann ein bisschen so. Also hier sitzt. Lagerfeuer. Ah, guten Morgen zusammen. So. Gehen wir noch kurz ins. Es pisst schon wieder, ne? Das ist unglaublich. Ich bin immer noch überladen. Überladen macht keinen Spaß zu laufen. Was kann ich denn noch? 1,23. Ich könnte Pelz reintun. Stöcke. Das war's auch schon. Ich trage halt immer noch 7 Baustämme mit mir rum. Aber ich bin nicht mehr überladen. Wir essen noch kurz ein Brötchen. Ist das. Nee, Brötchen ist schlecht. Gebratenes Fleisch. Noch ein Apfel dazu. Denke, das passt. Und dann gehen wir jetzt noch hoch. Kurz an den Fluss was trinken. Da kommt nämlich die Sonne schön drückt durch. Dann sind wir gut ausgerüstet, um in die Stadt zu gehen. Oder ins Dorf. Ach ja. Ein armer Einsiedler. Verbannt aus dem Dorf. Nee, Quatsch. Vorne. Schauen, was die jetzt von mir möchten. Da warten, ne? Als würde ich zu spät kommen. Ja, allmählich geht. Bisschen ruhig da draußen, aber schön. Es hat einen Mord gegeben. Ich musste einfach die zwei nehmen, sorry, aber.
Sambor. Ich auf dem Weg. Hier oben könnte ich auch hier durchlaufen, dann würde ich gleich die Seite noch sehen und dann hoch. Spurten mal ein wenig. Hier auch schön flache Stellen. Siedlungsbau. Oh. Natürlich auch schön gewesen hier. Aber ich habe die andere Stelle halt schon genommen, weil es auch viele Bäume hat. Wir haben gesehen, es braucht einige Stämme. Borobo. Wir gehen Richtung Borobo. Wäre es auch klasse gewesen. Aber ich wette, dann hätten wir die Schaufel nicht gefunden. Ich glaube, wir müssen jetzt hier hoch. Wenn ich da das täuscht. Genau. Ihr merkt vielleicht, ich schaue immer ein bisschen links und rechts. Genau aus dem Grund, dass es vielleicht noch irgendwas hat zu looten. Meine zwei, drei Baumstämme könnte ich zur Not abwerfen. Da hat man ja genug rund ums Haus. Und so wie ich jetzt das Spiel einschätze, würde da sogar noch was nachwachsen. Aber das ist das Gelbe, das Pilze. Also rein loot-technisch denke ich, so für die ersten zwei Folgen sind wir nicht schlecht aufgestellt. Wir haben eine Sichel gefunden, Strohhut, den wir zur Not verkaufen können, wenn es wir zu wenig Geld haben. Oder unten ist ein Moa. Und die Bronzeschaufel. Sieht aus, als wäre hier ein Wagen durchgestoßen. Das ist einfach nur offen. Ich könnte mich hier echt unersättlich sehen. Das ist Moment mal, nee, das war's nicht. Hier war's. Wir stellen uns mal drei Speere her. Man weiß ja nicht. Wir sind im Mittelalter. Ganoven, die hier umherlaufen. Man will ja nur vorsichtig sein. Die legen wir auf die zwei.
Mir leid. Ja, ich wollte es nur ausprobieren. Das war knapp. Was brauche ich denn für ein Messer? Zwei Stöcke. Nee, zwei habe ich. Fünf brauche ich. Drei, vier, fünf. Oh, süß der Kleine, aber... Das wollte ich jetzt mal noch kurz ausprobieren. Wenn ich gerade von Glück rede, sind wir nicht gestorben. Ich habe schon wieder keine Speere mehr. Die lege ich mal auf die 3. So. 3. Wir kriegen jetzt ein. Vielleicht Leder. Vielleicht einfach eine Haut. Pelz. Das war jetzt doch. Also ich finde, was eine wichtige Erfahrung, wenn man zu sehen, auch ein Fuchs, es kann sehr aggressiv sein. Ich habe keine Ahnung mehr, wo der vorher stand, wo meine Pfeile, Speere sein könnten. Ja, eben, es war eine wichtige Erfahrung, die mich jetzt auch gelehrt hat, pass bei allem auf, was du angreifst. Das, war wichtig. So, die legen wir wieder auf 2. Und Karte. Da links. Wo ist der Weg? Sieht man eigentlich den Damage? Ich weiß. Nee. Aber vielleicht sollte ich doch Gesundheit regenerieren. Wir beachten das mal. 20 von 110. Ob sich das von alleine regeneriert oder... Ja, jetzt regnet es nicht schon wieder, oder? Ich glaube, das ist der Typ. Kann ich da nah ran? Gemacht mit regenerieren. So, das gefällt mir eigentlich richtig gut, was der hier gemacht hat. Ich komme gleich zu dir. Muss nur noch kurz schauen. Hirschgeweih aufgehängt. So, Messer. Da hat Bretter. Junge. Auch schön. Sieht mal richtig nice aus. Bisschen aufgehängt und so. Wenn das geht, wäre richtig cool. Steinaxt. Ein paar Fässer mit Vorräten. In der Schweiz sind wir super. Ich weiß nicht, wie ich auf Deutsch richtig heißt. Eine Wanne. So. Hat hier auch Lehm. Der Hölle ist das. Ein Holzriechen. Ich habe ein Holzriechen gefunden. Was? Da stehen überall Holzriechen.
vermute, das könnte eine Quest sein. Das ist links hinterm Haus, ne? Dass man da für ihn was machen muss. Aber, meine lieben Leute, ich stelle mich jetzt mal hier hin. Ja. Schau ihn an. Und dachte ich schon, der schifft jetzt da in den Busch rein. Ja. Eben. Wo war ich? Genau, abmoderieren. Ja, meine lieben Leute. Wir hören jetzt an dieser Stelle auf. Folge ist auch schon wieder vorbei, bevor wir jetzt mit dem Sodo, was auch immer, sprechen. Regeneriert sich ja nicht. Und Sambo heißt er. Da läuft er. Und wir werden schauen, wohin uns die Quest bringt und was es mit dem Holz. Wie hießen die? Schon wieder vergessen. Echt. Holzriechen auf sich hat, die da über dem Wald verschreut sind. Beim nächsten Mal. Macht's gut.